So, Freunde der Spiegeltour. Wir spielen heute Tandem A Tale of Shadows, jedenfalls mal kurz ein bisschen an, weil der God of War Download einfach viel zu lange dauert, weil ich ja nicht zu Hause bin im Moment und dann habe ich vorhin den Download gestartet und das ist übrigens noch offen gewesen, das war noch irgendwie bei meiner E-Mail-Struktur und ich wollte jetzt nicht spielen, was ich zuletzt gespielt habe, sondern da ist ein Plattformer mit Rätseleinlagen und gucken wir einfach mal rein. Technisch scheint es nicht die Höhe zu sein. Aber ich fand's ganz süß. What's going on here? Hey, what's the matter with you, Phantom? Stop that right now. You're scaring me. Oh my god, I don't like crows at all. This overwhelming shadow lives in many things, and seems to hide many more. And what is this crystal made for? Wir spielen Emma. Also ich glaube jedenfalls, dass die Hauptcharakterin Emma ist. Man wechselt zwischen zwei Ansichten hier drin, nämlich zwischen dem Teddy, der so seinen eigenen Weg laufen muss. Und halt Emma, die Rätsel lösen muss teilweise. Da sehen wir nämlich jetzt gerade, dass der uns gegenüber ist hier auf dieser 2D-Plattformer-Geschichte. Ich denke mal, dass der jetzt erstmal auf den Punkt hier springen muss und dann kannst du nämlich durch das Tor gehen. Danke Dark Green Duck für dein Prime-Sub. Didididididid. Der kann auf Schatten laufen. Okay, und man sammelt mit den Kristallen und baut dann einen Schlüssel zusammen und findet das dann total super. Ich dachte aber eigentlich, dass die Level ein bisschen größer sind. Also klar, es ist der Anfang, der erklärt irgendwie das Spiel so ein bisschen, aber bei den Plattformen erwarte ich halt ein bisschen mehr. Bevor ich jetzt jedem immer erzählen muss, wie das Wertebefinden bei mir ist, es ist schon okay, sonst wäre ich nicht hier. Also wer sich dafür viel interessiert. Alles klar. Ich bin fit. Danke, Sleeping Pendragon, für dein Stufe 2 Sub. Okay, da unten sind nur... Aber wie? Oh, bin ich ein Idiot.
Ich dachte, ich muss auf den Knopf hüpfen einfach. Guten Abend, Big Cool. Danke, True Chaos, für die 1000 Bits. Ja, ich habe gesehen, es ist Hype Train. Danke, Edelstoff Reloaded, für dein Prime-Sub. Das ist, wenn du nur so kurz ab und zu mal online bist. Oder seit langem nicht online warst. Dann kommen die Leute und wollen alle, wenn du gerade online bist, reinsubben. Ich finde das jetzt nicht schlimm. Bei Gott, jeder Cent ist gerade hilfreich. Geld für neue Puzzle. Ja, ich puzzle im Moment sehr viel. Wenn dich dafür interessiert, warum ich jetzt mich besser fühle, ist, dass ich jeden Tag Sport mache. Ich mache jeden Tag Meditation. Ich mache jeden Tag eine Hypnose-Meditation zum Einschlafen auch. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Nonplusultra ist und dass ich jetzt dadurch Wunderheilung bei mir betreibe. Aber es hält mich auf jeden Fall stabil. Von meinen Emotionen her. Danke für die Bits, True Chaos. Deshalb bin ich nur noch 75% so weinerlich wie vorher. Danke für das Verschenken des Subs, Dark Green Duck. Ich denke, bis Warhammer 3 rauskommt, wird es wieder so gut sein, dass ich dann auch häufiger da bin. Ihr seid doch... Jetzt habe ich Warhammer 3 gesagt und alle direkt... Will das im Koop spielen? Danke, Wiegel. Ach so. Ich muss den einfach nach unten schieben.
Welchen Chaosgott wirst du als erstes ausprobieren bei Warhammer 3? Habe ich mir noch keine Gedanken drüber gemacht, aber ich weiß, dass ich relativ früh bemustert werde, also habe ich auch ein bisschen Vorlaufzeit, ein paar Sachen vorzubereiten. Das wird alles schon hinhauen. Ist meine Tippi-Spende durchgegangen. Guten Abend erstmal, Görlitz. Ihr macht mir jetzt alle Kirre nebenbei. Moment. Ja, die ist durchgegangen. Vielen, vielen Dank. Wenn jeder Cent hilfreich ist, dann kommen hier ein paar Cent. Aber müsste auch angezeigt worden sein dann. Also vielen Dank, Thomas. Für die Spende. Wir hätten diese Nahansicht nicht machen müssen, wenn du den Kristall kriegst. Der offenbart leider, sag ich mal, dass das Design nicht so gut ist. Auch wenn das Gameplay vollkommen in Ordnung ist, aber grafisch hat das Spiel einfach Schwächen. Das machen andere kleine Titel einfach besser. Ja, lass mal, war klar. Der Schatten ist so nicht hell genug. Das ist der Weg. Danke, Philantor. Moment, wo will ich überhaupt hin? Du willst eigentlich da oben drauf. Also eigentlich glaube ich, also ich habe am Anfang gesagt, es ist ein Plattformer, aber eigentlich ist es ein Puzzlespiel. Bis jetzt. Nein! Oh. Guten Abend, Shane. Schön, dich wiederzusehen. Perspektivwechsel wird der schlecht, kann auch am Booster liegen.
kein Mensch erkennt, was das für ein GIF ist. Ja, der Teddy ist schon ein bisschen creepy. Jetzt kommen auch noch Spinnen dazu als Gegner. Oh, die suchen das Gebiet auch noch ab, anscheinend. Okay, die interessieren sich nicht für den Bären, die interessieren sich wahrscheinlich für Emma. Dabei weiß ich gar nicht, ob ich überhaupt dahin muss. Es gibt keinen Doppelsprung, also bitte. Danke, Neo, für dein Twitch Prime Sub. Vielen Dank. Das gilt nicht als fester Boden. Ach, ich bin auch ein Idiot. Du musst den mit dem Schatten rüberziehen. Und dann komme ich trotzdem von hier aus nicht rübergehüpft. Ach, jetzt sehe ich das erst. So klappt's dann auch. Guten Abend, Grenzlipper. Danke, Flo, für ein Stufe 1 Sub. Was? Es sind erst 18 Minuten in dem Spiel vergangen, seitdem ich aufnehme. Mir kommt das schon viel länger vor. Das ist kein gutes Zeichen.
Ach so. Da muss der erstmal stehen bleiben. Dann bleibt das hier vorne verschlossen. Ja, aber da komme ich doch gar nicht durch. Ach so, der deaktiviert, wenn er da drüber läuft. Hallo Gerico. Hallo Hafenmeister. Doofe Spinne. Muss ja so sein. Geht ja nicht anders. Ach so. Weil der Schatten da nicht so stark ist und sie muss dann gar nicht mehr nach oben. Deshalb komme ich ja so daran. Büp, büp. Thank you.
Verdammt. Die Kiste kann ich aber nicht zur Seite ziehen, oder? Kann mich nur hoch und runter ziehen. Ja. Ich glaube, das ist sogar wirklich so gedacht. Verdammt! Entschuldigung. Ich weiß, ich soll nicht fluchen. Weil es auf der anderen Seite beim Teddy. Oh, eine Flöte. Ja, das ist der. Das ist der Sinn hierhinter. Bedeutet, du musst flöten. Du sperrst den einen da. Ich dachte, der wird jetzt hier in die Dinger reingehen. Dreh dich nicht! Oh.
Ach, ich muss mich nur unten hinstellen. Guten Abend, Marv. Einfach hier hin. Ach, oder auch nicht. Habe ich was überlesen, Gerico? Ich dachte, ich könnte die instant irgendwie töten, aber das funktioniert alles nicht. Da gibt's einen Durchgang. Deine 2022 Ansprache auf YouTube habe ich dir geantwortet. Es haben hunderte Leute geantwortet auf das Video. Ich habe, soweit es geht, alles beantwortet. Zwischendurch. Tut mir leid, wenn ich jetzt nicht genau weiß, was du geschrieben hattest. Aber dafür bin ich heute nicht hier. Ich bin einfach hier, weil ich ein bisschen streamen wollte. Einen Abend, anstatt auf der Couch zu liegen. Um ein bisschen produktiv zu sein. Mehr oder weniger. Moment. Schatten nach oben. Werden die Level auch ein bisschen länger. Übrigens keine Ahnung, wie viele Rätsel es sind. Ich glaube 40 hatten sie geschrieben. So, hier muss ich die Spinne wieder einsperren, obwohl... Erstmal ihn nach oben holen.
Haben denn alle Menschen schon, wie heißen sie? Jetzt fällt mir nur Erasco ein, das stimmt aber nicht. Disney Plus Marvel. Fällt mir der Name jetzt nicht ein. Nein, nicht die neue Serie. Oh, neue Serie ist ja nur das Buch von Boba Fett und da wissen wir ja alle, dass sie sich inzwischen bei Folge um Folge immer weiter... Ich glaube, es wird nicht mehr besser. Man guckt es einfach, weil Star Wars draufsteht. Ah, Eternals, genau. War leider erschreckend schlecht, ey. Hätte ich nicht gedacht. Kommt's nicht durch, weil es im Schatten ist da drüben. Keine Sorge, ich spoile jetzt hier nichts. Aber ich keine Lichtquelle drüben habe und ich, wenn ich den Raum wechsle. Klappt das ja für einen Moment. Also wo muss ich den wie hinbringen? Guten Abend, Firefox. Guten Abend, Kabel. Okay, da muss die Spinne bis hier vorne rein. Ja, rein da. Das müssen wir machen. Jetzt habe ich nämlich auch die Zeit, den hier hochzuholen. Kommt der hier an die Pfeife ran? Dann kann ich die Spinne einsperren.
Sehr gut. Guten Abend, Black Fox, grüß dich. Das reicht noch nicht. Dann erst rüber. Also Gerico, danke fürs Angebot, aber ich würde mich selbst auch nicht als Profi für Magersucht einstufen, auch wenn ich 5 Jahre mit jemandem gelebt habe, der Magersucht hatte. Also gelebt, aber dicht auf dicht. Geht das jetzt als... Oh, super. Achso, ich muss da nur drüber springen. Danke, Leander, für ein Stufe 1 Sub. Es ist schon ein bisschen Psycho. Danke, Nils, für ein Stufe 1 Sub. Das Spiel ist seit Oktober auf dem Markt. So, und Gerico, ich muss es halt nochmal sagen. Also danke dafür, dass du gerne mit mir darüber reden willst. Aber das ist halt nicht hilfreich gerade, muss ich dir ehrlich sagen. Es ist nicht das erste Rodeo, was ich reite. Ich bin heute auch nicht da, also ich bin heute nicht hier, um da über das Thema zu reden. Na toll. Okay, eure Schatten müssen sich kreuzen, damit das funktioniert.
Ja, super. Komm her, Hundi. Teddy. Na super. Nein. Fühlt sich noch jemand alt? Ja. Ah, da ist alles voll mit Spinnenweben. Bedeutet, es muss von hinten kommen. Könnte mir vorstellen, dass das gedacht ist. Man konnte ja außen rumlaufen. Nein! Da oben ist noch ein Weg. Der Schlüssel ist erstmal eine Finte. Du musst hier oben rein. Bzw. keine Finte, aber der offensichtliche Weg ist nicht der richtige Weg. Aber es ist fast eine Stunde. Ich wollte es nur anspielen. Ja, Tandem A Tale of Shadows Puzzle Game. Ich finde es jetzt nicht so schlecht. Der Stil erinnert mich ein bisschen an Alice im Wunderland damals. Also beziehungsweise das dunkle Alice im Wunderland. Aber ich finde, dass sie zurzeit dafür ein bisschen zu viel Geld verlangen. Also sagen wir mal, es sind 40 Puzzle und ich glaube, das Spiel wird für 24 Euro oder sowas verkauft, hatte ich gesehen. Man denkt das nicht, weil es einfach qualitativ nicht so hochwertig ist. Es ist halt vollkommen in Ordnung, aber es ist halt keine Indie-Sensation. Und die Tests, beziehungsweise was bis jetzt review-technisch geschrieben wurde, spiegelt das leider auch wieder. Schade drum.